Immer häufiger sieht man am Wegesrand solche Objekte. In ihnen findet man in der Regel Schilf oder Bambus, Baumscheiben, Holzklötze oder Tonblöcke mit Löchern darin. Es handelt sich dabei um Insekten- oder Bienenhotels. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie man eine kleinere Version eines solchen Insektenhotels bauen kann. Dazu benötigen Sie folgendes Werkzeug: einen Bandschleifer oder Schleifpapier, eine Stich- oder Handsäge, eine Laub- und eine Pucksäge, ein Hobel, ein Winkel, ein Hammer, Zollstock und Bleistift, verschiedene Bohrer und einen Akkuschrauber. Als Material dienen unterschiedlich breite Holzleisten. Nachdem die ersten Maße übertragen wurden, kann man mit dem Sägen beginnen. Sobald die ersten Stücke passend ausgesägt wurden, kann man die Kanten am Bandschleifer bearbeiten. Und ebenfalls die Oberflächen können etwas geschliffen werden. Nachdem nun die Leisten passend angeordnet wurden, werden diese verschraubt. Zunächst sollte man allerdings vorbohren, um ein Splittern des Holzes zu vermeiden. Jetzt besitzt man einen solchen Kasten, welcher noch weiter unterteilt wird. Dazu sägt man wieder einmal die passenden Stücke aus. Und auch diese werden entsprechend verschraubt. Diese Einteilungen werden nun in den zuvor gefertigten Kasten eingesetzt und anschließend mit Nägeln befestigt. Als nächstes sägt man eine Fläche aus einer dünnen Sperrholzplatte, die von den Maßen so groß ist wie eines der Einteilungen. Jetzt bohrt man mit einem Forstnerbohrer zwei untereinander liegende Löcher in diese Platte. Die entstandenen Kanten sägt man mit einer Laubsäge ab, sodass ein längliches Loch entsteht. Diese Platte wird nun auf eines der Einteilungen genagelt und bildet so einen Unterschlupf für Falter oder Schmetterlinge. Nun kann man die beiden Dachplatten aussägen und anschließend die Kanten bearbeiten. Jetzt bekommen die beiden Platten zunächst mit dem Hobel und anschließend mit dem Bandschleifer eine entsprechende Gärung. Nun wird der Giebel vernagelt und auf dem Kasten aufgeschraubt.
Auch im Giebel werden entsprechende Einteilungen eingebaut. Auf der Rückseite des Kastens wird nun noch eine Platte aufgenagelt. Jetzt ist bereits das Grundgerüst fertig und kann bestückt werden. Dazu verwende ich Bambus, Rundhölzer, eine Baumscheibe, Baumrinde und einen Holzklotz. Allerdings können auch andere Materialien verwendet werden. Jetzt sägt man mit einer Pucksäge die Bambusstangen auf die entsprechende Länge. Eventuell muss man anschließend bei den dünnen Stangen das Mark mit einem kleinen Bohrer entfernen. Die Rundhölzer werden ebenfalls auf Länge gesägt und danach mit unterschiedlich großen Löchern versehen. Als letztes werden noch die Baumscheibe und der Holzklotz mit verschiedenen Bohrern bearbeitet. Nachdem nun alles im Kasten seinen Platz gefunden hat, muss man nur noch die Baumrinde und die anderen losen Materialien mit Kaninchendraht befestigen. Anschließend kann man den Kasten an einem geschützten, sonnigen Platz aufhängen und darauf warten, dass die ersten Insekten einziehen.